Die sichergestellte Substanz kommt in einer Asservatenkiste im Labor an, wird fotografiert, abgemessen und mit einem Raman-Spektrometer untersucht. Siehe da, es ist tatsächlich Kokain. Jetzt wird die Verpackung der Kokainplatte mit einem Skalpell aufgeschnitten und die Platte ausgepackt. Damit von verschiedenen Stellen der Platte Proben genommen werden können, wird sie zerkleinert. Übrigens, Kokain glitzert. Die verschiedenen Kokainproben werden mit einem Mörser zermahlen und das Pulver anschließend umgefüllt. Zur weiteren Analyse mit Gaschromatograph und Massenspektrometer.